Und ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt. Wie ihr schon seht, ist es Resident Evil. Ja, ich habe jetzt schon mehrere Versuche, ich habe sogar schon ein paar hochgeladen, aber danach hatte ich so viele Fails, ihr glaubt mir nicht. Dann ging die Aufnahme wieder nicht, dann ist, hat das wieder nicht aufgenommen, dann hat die Aufnahme nicht beendet und ist so viel weggeblieben. Ja, die Hälfte des Spiels. Also deswegen habe ich den Part auf YouTube gelöscht. Und ja, fange ich mal neu an. Wie ihr seht, Resident kann es euch ja mal Evil. zeigen. Da hatte ich jede Menge schon. Und ich habe sogar schon 7 Saves. Aber naja. Das andere ist, ich habe keine Farbbänder. Ich habe irgendwie unendlich, warum auch immer. Ich habe keinen Cheat benutzt oder so. Ich habe einfach unendlich Farbbänder, warum auch immer. Wenn er jetzt nicht mit klarkommt, sorry. Kann ich nichts dran ändern, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will es normalerweise selbst nicht. Und nun ja. Ja, noch was zum Spiel. Das kommt aus dem Jahr 96. Ja, also die Grafik ist keine 2014er Grafik. Also, wenn euch die Grafik nicht gefällt, dann drückt auf ein Kreuz da oben. Dann ist alles gut. Wir spielen jetzt, wenn ich kein Standbild mehr habe. Resident Evil. Naja, wir haben die Auswahl zwischen Chris Redfield und Jill Valentine. Ja, ich werde mit der guten Jill Valentine spielen. Der Chris, ja, man kann sagen, er ist die harte Tour. Obwohl man, weil ja, man hat wohl mehr Mentalplätze. Und der Weg ist auch ein bisschen einfacher, weil man von Anfang an eine Waffe hat. Aber da fällt sie weniger aus. Sie geht schneller drauf. Mein Quiz ist so, er hat weniger Inventarplätze, hält aber dafür mehr aus. Naja, ist ein Kerl, ne? Ja. Na gut, ich werde beide spielen. Aber zuerst die gute Jill Valentine. Und ich werde jetzt mal meinen Timer stellen, was ich natürlich wieder vergessen habe. So, jetzt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Cutscene. Ja, ich bin gespannt, ob ich das Spiel durchkriege. Es ist nämlich ziemlich blind. Ich habe mir jetzt zwei Videos dazu angeguckt. Aber naja, was soll ich machen? Ja, und jetzt viel Spaß bei der Cutscene. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our you mission. Haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Ja, verunstaltet aus.
No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Sie konnten ins Herrenhaus entkommen, wo sie sich sicher glaubten. Doch. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Ja, da erinnere ich mich auch noch an diese schönen Ladensequenzen, die Türen und noch die Treppen. Naja. A dining room. Die können nach einer Weile ziemlich nerven, diese Ladensequenzen. Wir gehen mal ein bisschen mit Wesker flirten. Oh, Wesker, wir sind ungestört. Investigate if you hear any gunfire. Das werte ich jetzt mal als Korb. Naja, jedenfalls, es gibt verschiedene Enden. Es ist, man kann es auf verschiedene Weise spielen. Es gibt wirklich verschiedene Enden. Man kann Chris sterben lassen, obwohl er sowieso nicht stirbt. Der kommt sowieso in den anderen Teil vor. Das kann man What is this? What is it? Blood. Naja. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Jedenfalls, man kann, glaube ich, hier Barry kann man auch sterben lassen. Dann gibt's noch mit Rebecca. Ja, mit Chris gibt's natürlich auch noch verschiedene. Man kann da hinterher Jill retten oder sie verrecken lassen. Oh, wir rüsten unsere Waffe aus. Und dann gehen wir durch die nächste Tür. Guten Tag. Geht's Ihnen gut? Ja, moin, wie geht's denn so? Alles fit? Ja, bei mir schon. Nee, ich hab keine Lust. Sorry. Ich bin vergeben. Barry? Kann man die Waffen nicht tauschen? What is it? Dein Vater, Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker.
Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Ist ja ein Vorteil, weil es besser knacken kann, ne? Wenn man den Autoschlüssel verliert. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Ja, bevor wir durch die neue Tür, da will ich nicht auch gleich gehen. Durch. Machen wir erstmal ein anderes hier auch gleich durch. Ich könnte mir sogar jetzt schon Schlüssel holen. Boah, hier sind verschiedene Schlüssel. Das sind Rüstung, Schild, Helm. Was? Ja. Blut rumrennen, ja, durch. Das ist Kelle. Und bravo, Team ist da. Der ist kommend. Ja, komm. Machen wir ein bisschen leicht schwimmen. Das mag ich hier besonders gerne. Na, zwei Magazine. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ich hoffe, wir warten keine Freunde. Nee, er scheint hier leer zu sein. Okay, das ist nichts. Okay, ich muss nochmal hier. Ja, ich hätte mir wahrscheinlich erst den dritten Teil bekommen. Und ich werde danach Resident Evil 1 wahrscheinlich auch den dritten Teil spielen. Aber ich mich so recht erinnere, ist es von der Story eigentlich egal, ob ich zuerst den dritten Teil spiele, spielt beides im selben. Das ist die Mondschein-Sonate. Okay, mach mal. Rebecca. Guck mal, was haben wir hier Schönes. Deswegen setzen wir jetzt hier das Holzemblem an. Das hier auch. Und dann gehen wir weiter. Thank you.
weiter. Und ja, wir gehen oben weiter. Ja, es gibt zwei verschiedene Wege. Man kann entweder oben oder unten weitergehen. Und es gibt zwei verschiedene Situationen. Wenn man oben landet, dann sieht man eine Leiche und so. Aber das ist zu viel, ey. Nochmal durch. Und nochmal rein. Und dann würde ich mal sagen, das ist hier der perfekte Ort, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.